das war eine reine Panikreaktion. Aber ich habe ihn nicht getötet. Sorry. Er wollte mir wahrscheinlich gar nichts tun. Werkbank! Oh, Pfeile! Sprengpfeile! Was? Achso, ja. Pfeile, Sprengpfeile. Geil. Oh, die der Dings ist schon ziemlich. Sorgen für mehr Energie und Fallgeschwindigkeit als beim normalen Bogen. Besitzen ein Seilzugsystem, wodurch die Fallgeschwindigkeit erheblich gesteigert wird. Geil. Kim und Korn, Reflexvisier. Zieloptik. Ja, geil. Nehme ich natürlich. Ja, ich weiß nicht. Sieht man natürlich einen Laser. Schwererschaft. Geil. Der Rest ist eigentlich nicht so gut. Und reinigen. Wir müssen viel reinigen. So. Hier haben wir auch nichts Neues. Alles klar. Hier müssen wir ein paar herstellen. Hier auch noch. So, Pfeile haben wir genug. Sprengpfeile vielleicht. So. Für den Notfall. So, Licht aus. Licht aus. Ah. Ah, na toll. Mittleres Magazin. Sehr schön. Sonst gibt's hier nichts. Noch etwas auf der Wand? Nein. Tut mir echt leid. Kann ich nicht nehmen? Okay. Oh, jetzt schalten wir den einmal aus, der nervt. Ich lasse noch zu Ende trommeln. Letztes Trommel-Solo. Stattdessen lieber etwas spielen. Nein, danke. Es regnet immer tote Eichhörnchen, wenn du übst. Ein guter Trommler hingegen. Ach, fick dich! Tote Eichhörnchen. Komm schon, das war nur eine Redensart. Weißt du was? Ich gehe und leg jetzt ein paar Eichhörnchen um, Arschloch. Das sollte aber jemand empfinden. Was guck. Okay, wo geht der lang? Der geht hier entlang, oder? Wer sieht nach dem Trommler? Wer ist das? Wer sieht nach dem Trommler? Dass denen das gefallen hat. Dam, 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 dam. Wow. Geile Leiter. Gut, dann hätten wir doch rüber gehen müssen.
Und jetzt mach so weiter. Ich lasse dich erst gehen, wenn du 10 Seiten geschrieben hast. Mutig sein. Freunde beschützen. 10 Seiten? Keine Mädchen ärgern. Dafür werde ich noch bis heute Abend brauchen. Es ist Abend. Keine Sorge, ich habe Zeit. Notfalls kannst du dir auch bis zum Morgen Zeit lassen. Also schreib. Es ist bald morgen. Wie bitte? Willst du noch 5 Seiten mehr? Ach, gar nichts. Alles in Ordnung. Ich schreibe. Mutig sein. Freunde beschützen. Keine Mädchen ärgern. Er schreibt ja gar nicht. Okay. Witzig. Gut, das war's hier. Alles klar, hier gibt's sonst nichts. Okay. Wo? Hier vorne, okay. Ich hoffe, der ist alleine. Scheint so. Ich hab den nur geschubst. Der ist einfach umgeflogen. Ja, geil, passt. Wo? Vorne. Oh, ich hätte auch so rübergehen können. Ja klar, gleich wird er das bestimmt sagen. Was geht hier ab? Cool. Ich mag die. Ach, halt die Klappe. Dann bleib da. Egal, völlig egal. Du wirst schon sehen, wenn er spricht, wird er alle umhauen. Na los jetzt, sag Hallo. Hallo. Ich lass die mal. Ah, ich hab was, Dings. Kommt gerade der Sound, dass ich niemanden getötet habe. Okay, hier müsste der Bär sein, oder? Ich hab den jetzt erst gehört. Aua! Ich wurde vergiftet. Okay. Schwach.
Ich habe Angst, dass da jemand ist. Ich glaube aber nicht, oder? Hallo. Hallo. Wo bin ich hier? Sehen mich hier. Müsste irgendwann einmal wegschauen, oder? Schaut doch mal weg. Schaut nicht weg. Okay, warte. Oh. Steht hier was Langes oder Kurzes? Es macht Spaß, niemanden zu töten. Es klingt jetzt irgendwie komplett komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die Herausforderung. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich hab dir gesagt, wir sollten sie einfach töten. Wir sagen sowieso nichts. Was können sie einfach töten? Hast du jemals an eines ihrer Fälle gehangen, während die Wölfe an deinen Füßen knabbern? Wir haben einiges zu verantworten. Findest du das nicht ein bisschen zu persönlich? Und du siehst wirklich nicht aus, als hättest du an einem Pfahl gehangen. Habe ich auch nicht. Und die? Aber meine Freunde. Ich mache nach einer Pause mit den beiden weiter. Wie viele Finger sind denn noch geblieben? Wo muss ich eigentlich hin? Da hinten, okay. Guck. Na. Kann ich den nicht befreien? Oh, das Messer, geil. So. Geht's da hoch? Nee. Ich würde ja gerne befreien, aber ging ja nicht. So. Danke vielmals. Sneaky, 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 sneaky. Sneak, sneak, sneak. Sneaky, sneaky, sneak, sneak. Piep, 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 piep. Sagen wir mal, ich sehe einen Typen. Soll ich ihn auf der Stelle umnieten oder was? Das heißt, sollte ich vielleicht aufpassen, dass ich auch selber umnietet werde. Scheiße. Ja, Konflikte zwischen Gut und Böse, was? Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten besser alle nach Hause zurück.
wäre ein Wunder, hier für nichts und wieder nichts ins Gras zu beißen. Ich hoffe nur, dass ich hier lebendig wieder wegkomme. Die Hölle, scheiß auf die Freunde, halt beide auf. Tja, das ist echt anstrengend. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten besser alle nach Hause zurück. So, den zur Sicherheit erledigen wir den da draußen auch noch. Da wird hier gleich vorbeigehen. Wer kein Wunder hier verloren. Die Gegend ist zu nichts zu gebrauchen und krass unheimlich. Hey, was zum Teufel ist das da bei den Fässern? Da ist der Scheißer! Hä? Ernsthaft? Das hat er gesehen? Gut, dass sie das auch sagen. Er ist hinter dem Zaun und bei den Fässern. Ich muss nachladen. Komm raus, du Schweinehund, ich weiß, wo du bist. Ja. Oh, wie süß, alle sind in Alarmbereitschaft. Schade, ich wollte, ohne jemanden zu töten, das machen. Aber, naja, ihr seid ja selber schuld. Dann wird halt getötet. Ich glaube, da unten ist irgendein Miststück. Ein Miststück? Aha. Jetzt bin ich auch schon ein Miststück. Hey, du Hurensohn! Komm raus, bevor ich dich finde! Ich bin jetzt schon sauer genug! Oh. Dankeschön. 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 Egal, ob du dich versteckst oder abhaust, du Schwachkopf. Ich krieg dich so oder so. Und dann bist du tot. Das glaube ich nicht. Die Lache. Hä, da hinten müssen wir hin. Wir hätten da hinten hin müssen. Überleben wir das? Schau an. Piratenschiff. Aha. Achtung, Grizzlybären. Wieder voll aufgeladen. Weiter geht's. Hat die Glocke schon immer geläutet? Hier ist einmal nichts. Hier wird gar nichts bewacht, oder was? Der ist ja tot.
Ja gut, wir haben das Schiff gesehen von denen, alles klar. Komm, ich kann nicht hin, gell, zum Schiff, die sind alle out of order. Okay. Da oben hin? Hoppala. Da oben hin. Okay, und wie? Hier nicht. Das kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Die wissen eh nicht, wo ich bin. So viele sind von denen ja gar nicht mehr übrig. Nachdem Graphic Error hier aufgeräumt hat. Okay, wie komme ich? Ich glaube, ich muss da doch dort in die Richtung. Sehr cooles Level-Design. Gefällt mir. Ich habe kein Versteck. Da ist der Scheißkerl! Hier, er ist hier! Scheiße! Ich muss nachladen! Die Schweine haben ihn erwischt! Wo bist du? Danke vielmals. Wo ist denn der jetzt hin? Ah. Was? Da waren doch noch mehr. Wo? Da ist einer. Das ist zumindest die Waffe. Ah. Da ist einer. Ja, gut. Auch nicht so wichtig. So, wenn wir schon dabei sind, räumen wir hier auch gleich auf, oder? Da war man ja. So, oder? Dankeschön. Ich glaube, wir sind hier richtig. Friedhof.
Oh. Sieht nach Bosskampf aus. Diese Ruhe hier. Gespenstisch. Gespenstisch ruhig. Na dann, ich habe gehört, mit boah, der ist schnell. Ich hab nichts mehr. Ich hab... Wie ging noch einmal das Wechseln? Ich meine, zwischen den... Dingern... Zwischen den... Mann, ich weiß es nicht mehr, verdammt! Egal wie viel Steuerung, Tastatur. Ne, mit der Maus, ich weiß schon wieder. Renn doch! Okay. Bringt das was? Aua. Ich häng fest. Wieder fest. Er flieht. Boah. Puh.
Ja, da habe ich jetzt viel Munition gebraucht. Stell dir vor, wir hätten keine mehr. Was hätte ich denn dann gemacht? Das wäre echt blöd gewesen. Alter, hätte ich, das wäre sich doch ausgegangen. Könnten in den Funk und dann war es weg. Toll. Weil ich hier reingegangen bin, oder was? Naja. War ja klar. Benzin. Leer, oder? Bisschen. Hä, das schüttet ja voll daneben. Okay. Oh, mach diese Musik aus. Na dann. Nicht wirklich. Die können wir wenigstens sehr schön passt. Zum Glück hatten wir so viel Money. Stehen bleiben, Streuner! Oh oh. So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn. Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Verdammt. Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Mhm. Nimm die Straße zur Barrikade, geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner, pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Dankeschön. Du möchtest dich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine gute Idee. Was passiert da? Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen, kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot.
Die Mädchen kommen also täglich her. Die Jungs kommen auch manchmal. Sogar Roman kommt zu Besuch, obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Die meisten von uns gingen den Fluss entlang und nur wenige waren zum Wachdienst im Lager geblieben. Als wir zurückkamen, war das Lager von Banditen überfallen worden. Der Gedanke an den Anblick tut noch immer weh. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Als wir und die jüngere Gruppe aufhörten zu heulen, begann der Lehrmeister, die Gräber ganz alleine zu graben. Von den älteren Jungs war nichts zu sehen. Also halfen wir dem Lehrmeister, unsere Leute zu beerdigen. Es war schon dunkel, als die Jungs zurückkamen und sich ans Lagerfeuer setzten. Roman war so blutverschmiert, dass man nur noch seine Augen und Zähne erkennen konnte. Dann fingen sie an zu reden. Den Spuren zu folgen war einfach gewesen. Die Banditen hatten sie nicht einmal verwischt. Und so hatten die Jungs einfach abgewartet, bis sie alle betrunken in ihrem Lager saßen und sie dann mit ihren Bögen erschossen. Anschließend hatte Roman die Verwundeten erstochen, als seien sie nur Rotwild. Der Lehrmeister saß einfach nur da und hörte zu. Ich weiß noch genau, wie sein Kinn zitterte. Und er sagte nichts, gar nichts. Sie verstanden trotzdem, was er dachte. Am nächsten Morgen war er gegangen, zu dieser Kirche. Zuerst wollte er mit niemandem sprechen, aber wir Mädchen sahen immer wieder nach ihm, um ihm Bären zu bringen oder ihn um Rat zu bitten. Nach und nach sprach er dann doch mit uns. Trotzdem war er anders, so distanziert. Mit den älteren Jungs sprach er nie wieder. Er beantwortete allerdings ihre Briefe. Und uns Übrigen, die wir ihn weiterhin besuchten, sagte er immer, dass wir ihr Gewissen sein müssten. Dass wir sie davon abhalten müssten, zu Monstern zu werden. Aber wie soll man so etwas machen? Und das war noch nicht alles. Sie begannen sich Piraten zu nennen und machten die überflutete Sägemühle zu ihrem Hauptquartier. Dann fingen sie an, Banditen an Pfähle zu hängen. Eines Tages erwischten sie etwa 10 Banditen lebendig und benutzten sie, um die Jungs einer Prüfung zu unterziehen. Sie sollten die Mistkerle töten. Von unseren Jungs machte das keiner. Daher wurden sie als Feiglinge bezeichnet und verbannt. Und so bildete sich dann die Gruppe der Pioniere. Natürlich haben sich inzwischen alle etwas beruhigt. Immerhin sprechen sie wieder miteinander. Aber damals konnten nur Judah und ich bei den Ratsversammlungen für den Lehrmeister sprechen. Das war's? Letzten Endes hielten Judah und ein paar Jungs es einfach nicht mehr aus und gingen. Ob sie wohl einen besseren Ort gefunden haben? Ich hoffe immer noch, Funksignale von ihnen zu empfangen. Der Lehrmeister hatte auch Hoffnung, aber diese Hoffnung hielt nicht lange vor. Im Juli gingen sie und im September erschoss er sich selbst. Roman schien davon erfahren zu haben. Er wurde ruhiger und einige der älteren Jungs liefen zu den Pionieren über. Das Wichtigste ist immerhin, dass wir zusammenhalten und somit habe ich eine wichtige Stimme beim Rat, denn ich kann sie vermöbeln, wenn sie nicht hören. Und das nicht nur, weil sie keine Mädchen schlagen sollen. Ich rede hier von einem fairen Kampf. Und nur ein einziges Mal habe ich einen fairen Kampf verloren. Gegen Roman. Und selbst dabei habe ich ihm ein blaues Auge verpasst, das er eine Woche zur Schau tragen musste. Das hat mir seinen Respekt eingebracht. Den meisten Ärger hatte ich mit dem Admiral. Er war Romans rechte Hand, verließ die Sägemühle unter keinen Umständen. Er sagte immer, dass wir sie verteidigen müssten, wenn die Mutanten nicht das ganze Tal auffressen sollen. Aber die Strahlungswerte stiegen dort immer weiter an.
Roman überprüfte es höchstpersönlich mit seinem Geigerzähler. Bei einer Ratsversammlung ließen Roman und unsere Ausbilder dann alle gegen den Admiral abstimmen. Daraufhin bauten die Piraten am Ufer eine neue Festung, die zum Wohnen reichte. Der Admiral wollte davon nichts hören, also blieben er und seine loyalsten Lakaien in der Mühle. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Die Strahlung ist wirklich ernst zu nehmen. Der Lehrmeister hat uns nicht umsonst davor gewarnt. Und da der Admiral nun weg ist, gibt es niemanden mehr, der es wagt, sich im Rat gegen mich zu stellen. Ich werde sie heute Abend an die Leine legen. Keine Sorge. Ich brauche nur etwas Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Politik ist wirklich nicht meine Welt. Du kannst dir gerne das Tagebuch des Lehrmeisters anhören. Er hat alles aufgezeichnet, als ob er es geahnt hätte. Ja, ich habe es vermutlich alles schon 100-mal gehört, aber trotzdem. Wir haben ihn im Stich gelassen. Und wie? Ende? Ende. Dankeschön, hab mich ausgeruht. Machen wir am Tag einfach weiter. Komm, was soll's.